Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Splatoon 2, dem Singleplayer. Ja, ich bin jetzt wieder in meinem Main-Account drin. Ihr seht schon da, zweite Level habe ich schon gespielt, dritte schon gefunden. Und ja, wir holen da jetzt nochmal die Sachen nach, damit ihr auch seht, wo die 100% sind, also wo da der Fisch und die Schriftrollen sind. Und wir gehen einfach mal rein. So. Direkt hier vorne ist irgendein neues Teil. Aber war ein neues Teil? Er hat mich gar nicht kommen sehen. Eine Sache weiß ich noch, wo die versteckt ist, und zwar der Fisch, weil ich dafür längere Zeit gebraucht habe. Aber beim Rest weiß ich es gerade nicht mehr auswendig. Also da müssen wir mal gucken, wo die Schriftrolle ist, wo dann die ganzen Geschichten drinstehen. So, komm mal eben her, so. Wir laufen hier mal eben rum, um zu gucken, ob man hier irgendwie hochkommt. Nein, kommt man nicht. Und man kommt hier runter. Und da ist schon die Schriftrolle, ja, perfekt. Ihr habt gesehen, ich habe sie eingesammelt. Man kann ihm sogar das Schild wegschießen. Seit wann geht das denn? Das wusste ich selber noch nicht, dass das irgendwie geht. Das sind so Bounce-Schüsse. Das ist ja lustig. Ich habe gehört, der Singleplayer soll hier viel umfangreicher sein. Von daher bin ich mal gespannt, wie viel Inhalt der haben wird. So. Muss ich mal eben hoch. So, danke. Und hier war ich einfach zu blöd, denn der Fisch ist natürlich hier oben drauf, sonst gäbe es ja keine Möglichkeit, da hochzugehen. Ich hoffe, das war jetzt genügend Tinte, die ich hier schon habe. Nee. Also nicht für mein Skill. Denn der ist eigentlich nicht vorhanden. So, und hier habt ihr diesen Metallfisch. Was weiß ich, was das ist. So, dann springen wir direkt mal hier rüber. Ja, geil, eine Stampfattacke und Rüstung. Probieren wir doch direkt mal die Stampfattacke. Oh. Hätte ich besser jetzt einsetzen können. Aber ist ja alles kein Problem hier für mich. Oh, da wäre sogar noch eine gewesen. Ach, egal. Denn ich kann das. Thank you.
jetzt sind wir auch kurz vor Schluss schon. Ist doch alles wundervoll hier. Mal eben einmal hier durchgeschwommen. Doch dann noch mal. Oh fuck. Ist ja kein Stern da. Keine Ahnung. Dann nochmal eben die hier aktiviert. Und hoch da. Ayoli weiß ich aber immer noch nicht, was mit der ist. Nur Limone hat uns hier die ganze Zeit die Aufträge gegeben. Ja. Ist doch alles sehr spannend gerade. Also, von der Story her ist der Singleplayer in Splatoon 2 schon deutlich besser. Und es gibt hier so eine kleine... Sowas gab es in Splatoon 1 auf jeden Fall nicht, dass wenn man hier den Charakter abschießt, dass hier zum Beispiel Limone dann den Regenschirm nimmt. Glaube ich zumindest nicht, dass das sowas in Splatoon 1 gab. Ja, Splatoon 1. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch noch Splatoon 3 kommen wird. Also, das ist eigentlich logisch. Von daher. Das, wie geil ist. Wie geil sind diese Jump Pads? Da muss man aber vorsichtig sein. Also ich glaube, die lassen einen schneller zu leiten, einfach mal einen kleinen Bereich zu überspringen. Wo dann so eine Schriftrolle zum Beispiel sein könnte. Aber die Neuerung finde ich schon mal mega geil. Also die Level haben auch endlich mal alle ein anderes Design. Boah, wie geil! Allein diese Idee davon finde ich so lustig. So, wie komme ich jetzt da? Ja, das lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem ganzen Mist so vertrauen sollte. Denn ich suche ja weiterhin die 100%. Aber es ist so lustig, zur Not spiele ich das Level einfach normal. Hey, wie lustig ist das denn bitte gemacht? Sie jetzt mal ganz ehrlich. What the fuck? Was war das? Was das eigentlich dahin werfen? Und dann? Ne, wie komme ich denn da oben drauf? Also die Kisten sind für mich alle schon verlockend. Die hier, okay. Da war schon mal nichts. Hier war wieder Ausrüstung, das ist gut, die habe ich nicht gerade verschwendet. Da muss man auch bestimmt von hinten ran. Also da haben wir schon mal den Fisch. Und das da oben muss man schon noch mal eben schauen, was da ist. Nichts, okay. Boah, Alter, das ist so... Das sind so viele Neuerungen auf einmal, das überfordert mich. Ist der Sprung denn überhaupt möglich? Ich hoffe, der Sprung ist überhaupt möglich, sonst springe ich einfach mal ins Nichts. Coole Neuerung hier. Also ich bin echt überrascht, wie viel neue Ideen die hier noch eingebracht haben. Aber ich glaube, die entwickeln das auch schon eine lange Zeit. Also
Glaub nicht, das kam so, hey Switch, oh, wir könnten ja mal Splatoon 2 rausbringen. Ich glaube, das war schon so, Splatoon 1 war so halb mit den Updates jetzt fertig. Und dann kam noch so ein bisschen die Überlegung schon, wir programmieren den zweiten Teil und dann kam so hier für die Switch und dann haben die das für die Switch gemacht. Da gab es bestimmt eine Grundidee hinter. Oh, scheiß mit Timing. Aber das war gar nicht so schwer hier mit Timing zu arbeiten. Ach du Scheiße. Man muss ja ganz schnell hoch. Warum kommt man da so auf die Seite? Ach komm, ich vertraue dem Braten nicht. Und es war gut so. Denn hier ist die Schriftrolle. Hey, wie geil ist denn dieser Modus bitte? Allein diese Teile, wo man rüber sliden kann, das sieht so geil aus. Mit dieser Spezialwaffe überhaupt nicht umgehen, das ist so mein Problem. Abgesehen davon sind die Gegner aber auch nicht schwer. Also, die hole ich mal eben runter. So, fertig. Mache ich doch keine lange Sache raus. Oh, oder auch wohl, weil da gerade noch einer kommt. Der soll sich verpissen. So, danke. Ja, wir haben alle Collectibles, wir können jetzt tun. Boah, Alter, wie knapp war das? Ich muss mal eben gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. Denn je nachdem, wie lange die läuft, machen wir auch noch das Finale. Ach komm, wir hauen auch noch das Finale los. Also der ersten Zone. So. Wir haben jetzt 1, 2, 3 und danach kommt erstmal wieder nichts. Gibt es denn in den Bosskämpfen auch Schriftrollen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das in Splatoon 1 war. Ob es da auch Schriftrollen gab. Aber so, nee, es gibt nur den Fisch. Ich weiß zwar nicht, wofür der gut ist, aber es gibt nur den Fisch. Die Frage ist, wo ist der Fisch? Weiß man nicht. Tschüss Elektrowelt. War aber auch nur ein kleiner Elektrowelt. Was zur Hölle passiert da gerade? Was ist das? Octobug. Ach du Scheiße! Wie soll ich denn den bekämpfen? So wahrscheinlich. Soll ich hier wahrscheinlich an dem Octobug nach oben irgendwie? Wie gesagt, irgendwie. Ach so! Den kann man einfärben. Also am Anfang einfach nur ausweichen. Und dann hoch da. Den Octobug nach oben.
Bäh. Aber wo kriege ich jetzt da den Metallfisch her? Ich kenne mich mit den Bosskämpfen hier noch nicht so ganz aus. Sehen mich mal eben an, danke. So, dann wollen wir mal wieder eine Runde nach oben gehen. Also der Boss ist jetzt noch nicht schwer, aber könnte theoretisch noch kommen. Ach du Scheiße. Mir macht nur der Metallfisch gerade Sorgen. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Sollte mir aber nicht egal sein. Wir sehen mich mal an. Danke. Hä? Warum reagiert der jetzt noch nicht? Also ich kann jetzt noch hier einfärben. Gut, dann weiß ich das. So. Schön nach oben. Und draufhalten. Der Typ ist toast. Ja, geiler Kommentar, würde ich sagen. Oh nein! Die Oktos sind im Back verbrannt. Bin ich jetzt tot, denn eigentlich? Ach, der Fisch gibt's einfach nur so als Prämie. Okay. Gut zu wissen. Erstmal unterm Fisch drunter, erstmal unterm Elektrowelt drunter herschwimmen. Ja. Perfekt. Das war der erste Boss. Saubere Arbeit Nummer 4. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Eins muss man den Oktarianern lassen. Sie sind erfinderisch. Einfach mal so Octobots reaktivieren. Raffiniert. Tja, aber völlig unerwartet kommt jetzt auch nicht. Kommt das jetzt auch nicht. Also habe ich vorgesorgt. Mal sehen. Arti, bist du da? Over. Hallo. Ich empfange dich klar und deutlich, Limone. Ist mir eine Ehre, der offizielle Lieferant dieses Unterfangens zu sein. Ja, geil. Ja, also Arti versorgt uns mit Waffen, weil... Ja, ich weiß, was Arti ist. Der versorgt uns jetzt mit Waffen. Ich weiß aber gar nicht, was diese Fische bringen. Ja, wir haben wieder Strom. Das Warten ist vorbei, jetzt kannst du dein... kannst du deine Waffen da drin wechseln? Nee, gar nicht. Ich glaube, ich kann die Fische darin eintauschen. Wo ist denn das Teil? Ich war gerade zu voll zu lesen. Da ist das Teil. Also. Also. Ich kann mit den Fischen da, die ich sammle, diese Eisenfische und Money, kann ich meine Sachen verbessern. Das ist die Curling-Bombe, das ist die Robo-Bombe. Ja, lassen wir aber erstmal. Denn ich würde sagen, das war's mit diesem Paar von Splatoon 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Und bis dahin, ciao, Leute.